Hallo, ihr Lieben. Ja, heute mache ich ein Türchen für euch auf. Und diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Anna und ich unterrichte auch im Santosha Yoga. Genau, und heute zeige ich euch eine super einfache, aber super effektive Übung für den ganzen Schulterbereich und für den Nacken. Es ist im Prinzip eine einzige Übung, die in verschiedenen Positionen ausgeführt wird. Also machen wir uns bereit und wir beginnen im Stehen. Also stell dich auf und beginne mit dem Einatmen deine Schulter nach oben und mit dem Ausatmen nach hinten unten zu kreisen. Und mache hier ganz große, gemütliche, langsame Kreise. Am besten in deinem Atemtempo, so ungefähr 6 lange, schöne, tiefe Atemzüge. Und beobachte, wie sich dann langsam auch das Schulterblatt in Bewegung kommt. Und noch zweimal. Und dann streckst du deine Arme nach vorne. Die Arme sind parallel, die Finger sind breit aufgefächert und beginne hier in der Position mit der gleichen Übung Schulterkreisen. Und schaue hier, was sich gerade dadurch geändert hat. Einatmen, Schulter nach oben zu den Ohren, ausatmen, hinten unten. Bei mir fängt das jetzt schon an, ein bisschen zu krachen. Das ist aber sehr gut. Da lösen sich alle möglichen Spannungen. Und hier auch ungefähr 6 schöne, lange, tiefe Atemzüge. Wunderbar. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt streckst du deine Arme raus. Und hier kannst du selber entscheiden, entweder du bringst deine Handflächen, als ob du an der Wand stehst, oder du lässt sie ganz locker. Und hier machst du weiter. Ganz schöne, gemütliche Kreise in deinem Atemtempo. Diese Übung kannst du tatsächlich an der Wand durchführen, dann musst du quasi erst mit einer Hand an die Wand dich lehnen. Das ist unter anderem sogar ein bisschen einfacher. Und dann auch 6 Atemzüge auf der anderen Seite. Genau. Und jetzt geht es ja auch gleich weiter. Jetzt strecken wir die Arme ganz nach oben. Und malen hier ganz große Kreise. Und schau auch hier, was sich jetzt gerade ändert. Was spürst du da? Und versuche diese kreisende Bewegung mit deinem Atem zu synchronisieren. Wunderbar. Das war jetzt schon mal sogar ein bisschen anstrengend für die Schulter. Um das Ganze ein bisschen zu entlasten, machen wir den gelangweilten Gorilla. Also du gehst in den Ausfallschritt und lässt dein Schulterblatt ganz locker und der Arm pendelt ganz entspannt. Also du gibst einmal einen Impuls und dann pendelt sich dann von ganz alleine dein Arm. Dann wechselst du die Seite und hier ein paar Mal. Super. Und es geht gleich weiter. Wir gehen jetzt auf die Matte, auf den Boden und machen genau die gleichen Übungen, aber im Liegen. Das heißt, du legst dich hin und beginnst hier deine Schulterblätter zu kreisen, deine Schultern zu kreisen.
und auch am besten im Tempo deines Atems, circa 5-6 Mal. Super. Dann streckst du die Arme nach vorne vor dir raus, so wie wir das im Stehen gemacht haben, und machst auch hier die Kreise. Und dann merkst du auch ziemlich schnell, wie deine Schultern, deine Schulterblätter die Matte berühren. Und dadurch gibst du dir auch eine leichte Massage. Wunderbar, dann öffnen wir die Arme seitlich raus. Und auch hier schön, schöne große Kreise. Ein und aus. Versuche hier tatsächlich nur die Schultern zu bewegen, nicht die ganzen Arme, so dass da wirklich das Schulterblatt mobilisiert wird. Perfekt. Genau. Und jetzt stehen wir auf und machen zur Entlastung wieder mal einen gelangweilten Gorilla. Einfach ein paar Mal den Arm pendeln lassen. Und wechseln die Seite. Auch hier, das muss nicht immer sein. Du kannst einfach ohne diese Entlastungsübung weitermachen. Und zwar nämlich, wir kommen wieder zum Liegen. Aber jetzt kommen wir auf den Bauch und machen die gleichen Übungen auf den Bauch. So, deine Stirn bringst du auf die Matte und beginnst auch hier die Schulterblätter, die Schultern zu kreisen. Ungefähr auch 6 Atemzüge. Und dann kommst du in den Vierfüßlerstand. Das ist quasi die Alternative jetzt zu dieser Übung. Das machen wir im Vierfüßlerstand. Und zwar schaust du ganz genau, dass deine Handflächen direkt unter den Schultern sind und die Knie sind ungefähr hüftbreit. Und dann beginnst du hier die Schulterblätter, die Schultern zu kreisen. Es ist am Anfang ein bisschen tricky, aber mit zunehmender Übung wird es wirklich besser getestet. Also man soll ja auf jeden Fall mal versuchen, nur die Schultern zu bewegen und nicht die ganze Wirbelsäule. Na? Und hier ungefähr auch 5-6 Mal. Und dann legst du dich zurück auf den Bauch, Stirn wieder auf die Matte. Und hier streckst du deine Arme seitlich raus. Und hier machen wir wieder die großen Kreise. Und versuche das immer wieder, dein Atem Bewegung zu synchronisieren. Dann streckst du deine Arme parallel vor dir quasi raus und beginnst auch hier die Schulterblätter zu kreisen. Es ist erstaunlich, wie gut diese Übung funktioniert. Tatsächlich nach 3 Tagen merkt man, dass das wesentlich besser der ganze Region mobilisiert ist. Und dann kommen wir mit dem Einatmen wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Und
Hier kannst du dann wieder entscheiden, ob du dann zwischendrin den gelangweilten Gorilla machen möchtest oder du gehst ja gleich weiter. Jetzt kommen wir zu der quasi Hauptübung, die nicht weniger anstrengender ist als alles davor. Also du kommst einfach in den Vierfüßlerstand und vom Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund und versuchst auch hier deine Schulterblätter zu kreisen. Und ziemlich schnell merkst du, dass das Ganze oben, der ganze Oberrücken, sich viel sanfter, viel besser bewegt. Und hier auch 5, 6 Mal. Und dann, wenn es dir reicht, dann kommst du entweder kurz in das Kleinkind, bleibst dann ein paar Atemzüge da oder du hörst einfach auf, es ist dir überlassen. Du kannst gerne diese Übungen dann eben dann splitten. Du kannst zum Beispiel morgens beim Zähneputzen nur im Stehen die Übungen machen oder dann eben zwischendrin, wenn du lange am Computer sitzt, einfach im Stehen oder wenn du gerade aufgewacht bist und merkst, oh, irgendwie habe ich mich verlegen, dann kannst du es auch im Bett schon machen. Also es tut wirklich sehr, sehr gut. Probiert das mal aus. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Fest und ruhige, schöne, besinnliche Zeit.